Wenn wir in den Zauberwald reinkommen, muss jeder darauf achten, dass er nicht auf etwas Verzaubertes drauf tritt. Eiger, mach doch mal die Musik an. Ganz vorsichtig. Und du musst aufpassen, wo du hintrittst, damit du nicht verzaubert wirst. Keine Chance. Früher oder später ist jedes Kind der Ballett-AG an diesem Tag verzaubert. Einmal die Woche steht Ballett auf dem Stundenplan der Heinrich-Ernst-Schötzner-Förderschule. Und heute sind die Profis vom Bundesjugendballett zu Gast. Die 14-jährige Winilet ist erst seit 3 Monaten in der Ballett-AG und ist restlos begeistert. Ich fand das richtig schön mit den Tanzen und das gerade eben, weil ich übe das zu Hause, weil ich tanze ja immer gerne zu Hause und ich höre immer gerne Musik, mein Lieblingslied. Bereits zum 8. Mal sind die jungen Profis vom Bundesjugendballett an der Förderschule zu Besuch. Gemeinsam mit ihrem Trainer Raymond Hilbert zeigen sie den Schülern mit dem Förderbedarf, geistige Entwicklung, wie man das Tanzbein richtig schwingt. Pardon, den Ballettschuh natürlich. Die Hände können sich zusammen treffen mit den anderen. Genau. Die Hände können sprechen. Gut, richtig, toll. Wir können mit den Händen Geschichten erzählen. Doch nicht nur Geschichten sollen die Schüler erzählen. Almut Püschel leitet die AG an der Förderschule bereits seit 13 Jahren und möchte mit Hilfe des Balletts auch das Selbstbewusstsein ihrer Schützlinge stärken. Sie war es, die die Kooperation mit dem Bundesjugendballett ins Leben rief. Es ist wichtig, einmal an den Profis zu sehen, was eine Haltung beim Tanzen heißt und zu spüren, dass andere genauso gerne, vom Herzen gerne tanzen und dort die gleiche Ebene bei diesen beiden Kompanien sind und zu sehen, dass das auch Anstrengung bedeutet. Doch nicht nur die Ballett-AG zeigt sich begeistert. Auch für die Tänzer des Hamburger Balletts und ihren Cheftrainer ist die Zusammenarbeit zwischen Förderschülern und Ballettprofis etwas ganz Besonderes. Also was ich immer schön und faszinierend finde, gerade in Gruppen wie diese, dass diese Gruppen eben so unwahrscheinlich geöffnet sind und so spontan reagieren, dass man sich fließen lässt und dass man nicht sich schämt, einfach sich zu bewegen, auf eine Idee einzugehen. Und das ist toll, wenn man das sieht. Ab der nächsten Ballettstunde sollen die neuen Erfahrungen in ein eigenes Stück einfließen, das die AG der Förderschule dann zum Schuljahresende präsentieren wird.